diesen Wechsel von dem Wohnwagen. Und er hat alles, wir haben dann über Jahre als Kind, habe ich dort immer Urlaub gemacht in dieser Lausitz bei Bad Muskau, in diesem Kiefermeldung, bei Weißwasser. Und dadurch habe ich so eine Beziehung zu diesem Kiefernwald, mit dem Farm da drin. Und immer wenn ich dahin fahre, die liegen mir dort Bilder. Also ich fahre immer zu bestimmten Orten. Es gibt auch Orte, wo keine Bilder liegen, wo das nicht geht, wo irgendwas drinsteckt, wo ich sage, das ist irgendwie schwierig hier. Das ist auch noch ein ganz frühes Bild, das ist das Moorheiligtum bei Vollersroda, zwischen Vollersroda und Lengefeld, ist mitten im Bild, mitten im Feld, in der Säulenplatte zu sehen. Und dort ist ein Teich, ein Erdteich. Und da ist nachgewiesen, dass im vorigen Jahrhundert eine germanische Figur gefunden wurde in diesem Sumpf. Und das ist ein alter Ort, wo er ist. Und bei diesem Teich, da kam ich dann darauf, dass es eben Orte gibt, die sich über die Jahrtausende kaum verändern. Bestimmte Felsen, die so ein Teich, die aber im Moment nur einzig auf Menschen gewirkt haben. Und dass dort immer wieder Menschen hingehen und sich davon anregen lassen. Und das kann nicht die Bibelgrad sein oder irgendwas Besonderes. Das ist die Suche nach dem Ort. Es kann aber auch ein ganz unscheinbarer Ort sein. Gar nicht auffällig ist. Als ich dieses Bild mal an den sogenannten Saaleleit, das ist oberhalb von der Lindensprung aufwärts, dort befindet sich mitten im Wald eine gotische Kirchenruine, Töpfersruine. Das sollte als Bilderstätte gebaut werden und dann ist irgendwie Kleid oder irgendwas. Und das ist ein Bild, original von Caspar David Friedrich Elbena, aber es steht original auf der Kirche. Die Bäume wachsen da durch und es führt kaum fest und verlegen. Das ist auch ganz lebenswert. Ja. Meine Skizzenbücher, also sind nicht direkt Skizzenbücher, weil ich nicht nach Skizzen zeichne, das sind Hauptzeichnungen, meistens Dinge, die Leute erzählen, die spannend sind, die sind dann von anderen drei oder vier, weil so bei mir so. Und ich wollte auch mal eine Lese machen zu den Sachen, aber das ist wirklich nicht gesellschaftsfähig, das ist ein großes Teil der Kunde. Aber natürlich ist es immer eine Freude, dass man das gucken, was da passiert ist. Und der Herr Lehmann ist ja nicht da, aber das ist auch schön, wenn man dann mal guckt, wie er dort am Fluss saß, dass er dort am Fluss und Stein mit der Gitarre gespielt hat und halt so ein Lied geht in die Welt. Verbindung zu diesen guten Stunden. Und hier in dieser Linie sehen wir noch die Aufwand, wo ich durch Zufall reinkomme. Da habe ich fünf Stunden investiert. Ich habe lange überlegt, dass die Füße sollte das Notenbild nicht stört, dass die sehr für Kinder gemacht, dass die Kinder sich nicht ablenken lassen, sondern dass sie nur entspannt werden. Und ich kam dann eben drauf, machst du das? Und habe mich dann zurückbesonnen auf Wanderungen und Erlebnisse und habe die dann da umgesetzt. Ne? Hier ist zum Beispiel, das ist der Rheinstädter Bund, ne? Das habe ich mal erlebt im Winter, wie der Schnee lag. Und wie da muss, geht auch irgendwelche Meter rein. Ja. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich hier in diesem Raum ausstellen kann. Das ist eine ganz einmalige Sache, dass man so einen Raum zur Verfügung hat mit seiner Bühne, mal in so einem Raum dort ist. So eine Gedanke. Und die Teilnahme, das habe ich ja auch gesehen.